Ludwig-Museum Koblenz zeigt zurzeit zwei Ausstellungen, die sich in besonderer Weise ergänzen. In dieser Doppelausstellung zeigt das Haus eine Auswahl des in 50 Jahren entstandenen Werks zweier international agierender Künstler, Heinz Mack und Daniel Spüri. Die Idee zu dieser Art Schulterschluss der beiden Künstler entstand durch eine von Charles Wulp entstammende Fotografie des Jahres 1959. Sie hält ein Zusammentreffen von Mack und Spüri mit Künstlerfreunden in Antwerpen fest. Mit dem Gründungsvater der Gruppe Zero, Heinz Mack, hatten wir uns in einer vorausgegangenen Sendung beschäftigt. Nun widmen wir uns Daniel Spüri und der Ausstellung Eaten By. Daniel Spüri entwickelte ganz im Geiste der Nouveau-Realists ein neues Thema der Alltagskultur, die um das Essen, dessen Entstehen und Vergehen kreisen. Ja, bei Daniel Spüri ist es noch ein bisschen turbulenter zugegangen als bei Heinz Mack, wobei beide sind ja fast gleich alt, sind also auch beides junge Männer gewesen, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Bei Spüri war das natürlich etwas dramatischer, ist eigentlich von Hause aus Rumäne, die Familie musste aber fliehen, weil sie Juden sind. Sie flohen dann in die Schweiz zu dem Onkel, der sie aufgenommen hat. Spüri ist dann in Zürich aufgewachsen, hat dann eine Ausbildung als Tänzer immerhin absolviert und ist auch als Solotänzer an das Theater nach Bern verpflichtet worden. Aber er hatte natürlich in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen in der Welt rumgeschnuppert und war in Paris und hat dort einen sehr interessanten, offensichtlich auch sehr nachhaltigen Künstlerkreis bereits kennengelernt, unter anderem Jean Tanguy, mit dem er eigentlich Zeit von Tanguys Leben befreundet war und der ihn unglaublich intensiv auch angeregt hat. Und Spüri entscheidet dann eigentlich 59 auch nicht mehr Tänzer zu sein, sondern eben sich der Kunst zuzuwenden. Das ist mit ein Grund, warum wir auch dieses Zimmer hier aufgebaut haben, das er nochmal nachgearbeitet hat. Steht ja auch dort, Version 1998, also es ist sozusagen in der Erinnerung rekonstruiert. Aber er hat immerhin 6 Jahre in diesem Hotelzimmer im Hotel Carcassonne in Paris gelebt. Und hier sind eigentlich alle Werke entstanden, die jetzt auch für unsere Ausstellung wichtig sind. Das ist zum einen die Edition Matt, die wir selber im Besitz haben, die er angeregt hat. Die betitelt im Grunde eine Kurzform von Multiplication Transformable und sollte eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit mit vielen Künstlern sein, die er angeregt hat, Kunstwerke in Serie anzufertigen. Aber es entstehen eben auch seine Konzepte zur Eat Art in diesem Zimmer, die wir wiederum in verschiedenen Modellen von sogenannten Fallenbildern hier in der Ausstellung versammelt haben. Es gibt richtige Bankette, die Spüri mit Freunden oder auch mit Sammlern zelebriert hat und dann, und das war das Besondere, in einem ganz bestimmten Moment quasi eingefroren hat, also konserviert hat und den eigentlichen Tisch ja zum Bild, zum dreidimensionalen Bild an die Wand gebracht hat. Niemand, der vorher so exzessiv mit dem Thema Essen, der Zubereitung, das ist im Grunde ja auch gesellige Essen am Tisch, das Konservieren dieser Objekte dann gearbeitet hat, wie Daniel Spüri. Er macht das bis heute. Es gab immer mal Unterbrechungsphasen, aber eigentlich macht er das wirklich seit 50 Jahren so, in verschiedensten Abwandlungen. Und zum anderen, glaube ich, ist es schon auch nochmal ganz interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass er eben viele Projekte mit Künstlern gemeinsam realisiert hat, eben wie diese Edition Matt. Und es gibt neuere Projekte, wie beispielsweise den sogenannten Il Giardino, die Daniel Spüri, den er in Italien angelegt hat, in Ceggiano, in der Toskana, wo es mittlerweile über 80 Skulpturenensembles in der Natur, in dem Park gibt. Davon sind die meisten von Daniel Spüri, aber es sind eben auch viele Künstler eingeladen worden, dort mitzuwirken. Und ganz aktuell in diesem Jahr der neues Domizil in der Nähe von Wien, bei Krems aufgebaut und eröffnet. Das ist ein sogenanntes Kunstschaulager.
und kombiniert mit einem neuen Eat Art Restaurant. Also es ist ein unglaublich aktiver Künstler, der eigentlich, wo immer er auf der Welt unterwegs ist, irgendwas noch fabriziert, vorbereitet, konzipiert, Ausstellungen anregt, Ausstellungen mit internationalen Künstlern aufbaut. Also niemals rastet, niemals ruht. International bekannt wurde der 79-jährige Begründer der Eat Art durch die sogenannten Fallenbilder. Was wäre vermessen, da irgendwie eine Stilrichtung zu nennen? Ganz am Anfang zählte er eben zu den Nouveau Realistes, zu den neuen Realisten. Das war eine wichtige Bewegung in Frankreich Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Ein Stück weit hat er sich auch mal eingeklinkt in die Fluxusbewegung, also mit vielen Künstlern wie beispielsweise auch Joseph Beuys, Ben Wautier oder Ben Willikens befreundet gewesen. Aber heute, glaube ich, kann man mit gutem Recht sagen, es ist eine einmalige künstlerische Position, die er hier vertritt. Beide Ausstellungen skizzieren jede für sich die entscheidenden Impulse ihres künstlerischen Wirkens und spiegeln die stetige Weiterentwicklung der Künstler. So faszinieren auch die gezeigten Werke Daniel Spüris in der Ausstellung Eaten By. Das ist ein sogenanntes Spiegelobjekt. Sie können sehen, das besteht aus zwei Holzplatten, die durch ein Scharnier auch verbunden sind. Und auf diesen beiden Spiegeln sind vor allen Dingen Spielzeugobjekte appliziert und aber auch, Haushaltsartikel dabei, die aber so aufgebracht sind, dass sie sich wiederholen. Das heißt, Daniel Spüris hat auf jeder Seite das gleiche Exponat an der gleichen Stelle angebracht, sodass sich diese beiden scheinbar spiegeln, aber eigentlich real vorhanden sind und das Ganze sich dann multipliziert in diesem Spiegel wiederfindet. Das ist zum Beispiel eine dieser neueren Skulpturen von Daniel Spüris, er heißt ganz profan Kinderwagen und ist eben aus Bronze geschaffen. Das sind Abgüsse von dem eigentlichen Original und in einer Auflage entstanden, wie in diesem Fall von 8. Und auf diesem Kinderbuggy können Sie diesen Ansatz, den er bei den Tischen oder Fallenbildern schon verfolgt, wieder aufgegriffen finden. Das heißt, es geht bis in die heutige Zeit. Es geht darum, Objekte und Gegenstände aus dem Alltag wieder zu verwenden und sie in einen neuen Zusammenhang zu bringen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist zwischen Kinderwagen und dem Totenkopf, der da drauf liegt, auf dem Sitz, natürlich wieder diese Idee dabei von Werden und Vergehen, vom Leben einfach. Der Marstaucher ist ja eigentlich so wie ein Fantasieobjekt kommt er daher. Ist ja aus den verschiedensten Teilen zusammengesetzt und im Grunde quasi als wenn er für mich wirkt er wie jemand, der aus den tiefsten Tiefen der See auftaucht und dann aber so etwas Überirdisches hat oder etwas Außerirdisches auch an sich hat, sodass sich dadurch vielleicht auch dieses Wort Marstaucher ein bisschen zumindest erklären lässt. Die Sammlung des Museum Ludwig setzt mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ein und beinhaltet die wichtigsten Stationen und Positionen der Moderne. So besteht ein Teil aus der Kunstbewegung Nouveau Realisme, die sich Anfang der 60er in Europa und USA gründete. Ja, wir haben selber zwei Werke von Daniel Spüris schon seit Gründung des Museums hier in unserer Sammlung. Er ist ohnehin auch in der Ludwig-Sammlung, ähnlich wie Heinz Mack, stark vertreten. Es gibt sehr viele Exponate im Museum Ludwig in Wien, aber es gibt auch im Museum Ludwig in Köln Werke von Spüris. Er ist eine unglaublich wichtige künstlerische Position und das fand ich spannend genug, ihn hier nach Koblenz zu bitten, einzuladen, hier an unserer Ausstellung eben sich zu beteiligen und natürlich auch sozusagen diesen Dialog einzugehen, es wirklich parallel zu zeigen, Heinz Mack und Daniel Spüris. Damit sollten und mussten ja auch beide Künstler einverstanden sein.